30 Tage könnt ihr euren Lieblingssender hören, dann werden wir abgeschaltet. Bis dahin schicken wir wie immer besondere Grüße an alle im Stau auf der Brücke. Mit etwas Geduld seid ihr irgendwann auf der anderen Seite. Also nicht die Nerven verlieren und viel Spaß mit unserer Musik. Wohin? Ins Krankenhaus. Ins Krankenhaus? Ja. So ein Arschloch. Was für ein Idiot. Aber du wolltest doch im Mai, oder etwa nicht? Das sind noch 6 Monate hin. Du weißt doch, wie schnell die vergehen. Am 4. noch dazu. Ja, am 4. Am 4. ist Tito gestorben. Macht das was? Es ist ein Datum, das kein gutes Omen hat. Das sollten wir jedenfalls nicht heiraten. Liliana, lass den Stuss. Entschuldige, aber das ist totaler Stuss. Sie mal ein Taschentuch? Hab ich nicht. Was soll das? Bist du verrückt oder was? Du versaust mir ja den ganzen Bezug. Was ist denn los? Wo willst du hin? Warte mal. Hey! Halt an, da ist jemand runtergesprungen. Dann runter, du spinnst. Halt an, du sollst anhalten, hab ich gesagt. Hör damit auf, wenn ich fahre! Was um Gottes Willen hat die Frau da nur getan? Das gibt's nicht, das gibt's doch nicht. Ich hab doch gar nichts weiter zu ihr gesagt, außer dass sie den Bezug versaut. Da reißt sie die Autotür auf und... Und was machen wir jetzt? Das weiß ich, keine Ahnung. Soll ich vielleicht noch hinterher springen oder wie? Das mache ich nicht und fertig, aus. Aber wir sollten. Wir könnten die Polizei anrufen. Ja, gut, das mache ich, ja. Was für eine verrückte Frau, die springt einfach ins Wasser. Oh. Nicht zu fassen, verdammt. Sie hat keine Chance. Was denn für eine Chance? Nicht mal die geringste. Sehen Sie doch runter. Oh, lieber Gott. Und es hält auch keiner an. Ja, und keiner hat was gesehen. Ich habe absolut keine Ahnung, was ich jetzt tun soll, verdammt. Mist.